Games-Branche ist am Boomen und die Instanz dafür auf der E3 ist natürlich der Indiecade-Stand. Ihr kennt das Spiel ja, jedes Jahr sind wir hier vor Ort und schauen uns an, was es hier so gibt. Denn hier gibt es immer innovative Ideen, abgefahrene Sachen und skurrile Dinge, die man sich anschauen kann. Das wird dieses Jahr hoffentlich nicht anders sein. Ich schaue mich mal um und werde mal so ein paar der Perlen für euch rauspicken. Jetzt habe ich was Lustiges gefunden. Es leuchtet und ist bunt. Es zieht mich automatisch an. Und zwar ist das der Pixel Cube. Ne? Und den möchte ich euch so ein bisschen zeigen, denn das Ganze ist nicht einfach nur ein Leuchtding, sondern ein richtiges Spiel. Und zwar muss ich diesen Ball, der hier oben ist, nach ganz hier unten befördern. Da ist hier das Ziel, da muss er hin. Und ich bewege den natürlich, indem ich das Ding links und rechts verschiebe oder halt eben tilte. Und dementsprechend muss ich versuchen, die Tore zu öffnen. Hier haben wir ein grünes Tor, ich muss den grünen Schlüssel dafür besorgen. Das machen wir jetzt einfach mal, ich muss eins rüber. Da, jetzt kann ich hier durch. Und jetzt muss ich schauen, ne, dass ich hier rüber komme. Da ist ein rotes Tor. Ich schnapp mir das Teil, zack, kann dahin. Und dann muss ich schauen, dass ich jetzt eben zum blauen komme. Ich will das einmal durchmachen hier. Ich finde es an sich eine ziemlich witzige Idee. Jetzt können wir nämlich hier auf die andere Seite rüber. So, jetzt sind wir hier. Jetzt schauen wir mal. Genau, nehmen wir den grünen. Zack. Na, wo geht's lang? Es ist halt einfach so ein Labyrinth, ne? Oh, da sind jetzt noch andere, die sich mitbewegen, die mir wahrscheinlich den Weg versperren. Jetzt gucken wir mal, gehen wir hier lang. Jetzt ist das Rote offen. Ja, jetzt bin ich hier. Moment. Jetzt bin ich mit dem hier gefangen, mit meinem Bällchen, aber ich kann ja die hier noch steuern. Und jetzt gehe ich hier rüber. Zack, und jetzt geht das Blaue wieder auf. Und jetzt kann ich mit dem weitermachen. Bin am dem Ende. Jetzt ist er wieder gefangen. Und jetzt ist natürlich so, jetzt ist das Rote hier zu, aber ich habe wieder das hier. Zack, kann den aufmachen. Der kommt hier rüber. Das ist tricky. Abgefahrene Sache. Finde ich ziemlich witzig. Aber kann man damit auch mehr machen, als nur dieses eine Spiel spielen? Frag mal den Entwickler. So, I've played this maze game. Is there any other games I could play on this, or is this... Of course. Yes, of course, more to come, and other applications, not only games. What are you thinking about? What do you mean by other applications, not only games? Other applications, now the sound module is being installed, so there will be some more rhythm applications, rhythm games, and you can build your own music on it. And then communication is coming in between cubes. We were thinking on one, this hero development game, when I can give my hero to you through wireless communication. And you can develop my hero on the during the weekend. Okay. And on Monday you will give back it to me. So it's a fantasy game. Ich habe Hardware gefunden hier am Indiecade-Stand und zwar Polymega, eine Konsole, von der ich schon gehört hatte. Jetzt habe ich den Brian hier, der arbeitet an dem Ding. Brian, you guys are currently working on the Polymega. I heard about this console. I'm very happy to see it for the very first time here. Please explain to our audience in a nutshell, how does this whole thing work? The Polymega is the world's first modular retro game console, and it displays all of your retro game consoles in HD for HD TVs in 1080p. One of the unique features of this is that it plays optical disc-based games, so it's one of the first of its kind that can do that. You can play Sega Saturn, you can play PlayStation 1, you can play Sega CD, Mega CD, Mega Drive, TurboGrafx-16, and Super Nintendo. Wonderful. And as you said, it's a modular system, so that means you get a base system. And with this base system, what can I do? You can play all those systems for CDs that I mentioned. So you have Sega Saturn, PlayStation, and so on. All those optical disc-based games work with the base system. And then you can swap out using modules to be able to play cartridge-based systems like
Mega Drive and Nintendo and things like that. Our system works similar to how the iPod worked back when you got iTunes and the iPod a few years back. You would get your wallet of CD games, and then you would stick them into your computer, and you would be able to rip them essentially to your iTunes collection, then put them on your iPod and take them on the go. Our system works the same way. You can insert a cartridge into the game system, and then you can install it, so you don't have to use the game cartridge anymore to play. Same thing with a CD. You can insert the CD into the system, play that game, and then you can also install it and rip it for future digital preservation. So of course I'm going to have to ask the price point. How much does the base system cost? What's included? And then how much does each module cost and what's included? So the base system is $299. It's available for pre-order right now on polymega.com. And with that system, you're going to be able to play all of your CD-based systems right out of the box. So all those systems like Sega Saturn and PlayStation, you can play them right away. And then if you want to expand to have cartridge support, then you'll pick up those Element modules and those four of them that are available. So for each one of them, they're $59.99. And you get the cartridge ports. They have really low latency controller ports, so there's no lag or anything like that. And they also even include 5 games pre-installed on each one of the modules, so you can start playing right away. The system is for pre-order right now. We're shipping the pre-orders later this year in the early part of the fall. And it is available for Europe as well. We offer worldwide shipping. And we believe that we will have the units in retail shelves, hopefully before the holiday season is over in 2019. Ich zocke jetzt eine Runde Kill Squad, habe ich bei der Indiecade hier entdeckt. Habe ich noch nie was von gehört, aber es sieht unglaublich interessant aus und ist ziemlich cool. Kommt aus Spanien und da werden wir jetzt gleich unterwegs sein, zu viert. Kann man zwar auch alleine spielen, ich spiele aber im Vierer-Koop-Modus. Bock drauf. Okay, wir sind jetzt hier unterwegs mit dem Vierer-Squad. Ich habe hier einen, ja, Typen mit Wumme, mit so einer Laserwumme, und hier sind die anderen unterwegs. Es gibt natürlich unterschiedliche Klassen, ne? Es gibt hier eine Tankklasse zum Beispiel, eine Nahkampfklasse. Ich bin jetzt aber hier eher so der Mann, der aus der Distanz so ein bisschen. Hab dann auch noch so kleine Waffen, die ich einsetzen kann. Hier diese Kugeln, die ich dahin gemacht habe. Mit RB kann ich heilen. Ja, ist echt so eine Art, ja, halt wie so ein Diablo, ne? Finde ich ganz cool. Sieht auch sehr schick aus. Sieht sehr schick aus. Es sind ganz schön viele Gegner. Alles so komische Alien-Viecher. Bin jetzt gerade ein Level aufgestiegen. Upgrade available, das ist natürlich schön. Ihr zeigt hier Kill Squad auf der E3. Erklär mal kurz, was für eine Art von Spiel ist das denn? Es ist ein Action-RPG, deine Missions sind Diablo 3 und Left 4 Dead. Und wir machen das Koop, dass wir von 1 bis 4 Spieler zusammen spielen kann eigentlich. Okay. Wenn du sagst, Diablo trifft auf Left 4 Dead, was genau heißt das? Gibt es da auch Loot wie bei Diablo mit Items, die man findet, mit Waffen und so weiter und so fort? Ja, die Waffen und Gear und die Ausstattung ist, dass du kannst das upgraden, kannst du verbessern die ganze Zeit. Aber die Skills, wie die in Diablo, geht es nur jedes Mal eine Mission spielst. Okay. Wie zum Beispiel wie der MOBA. Wenn du ein MOBA spielst, like League of Legends und Dota 2, dann musst du mit deinen Helden da von Level 1 bis Level 10 damit spielen. Okay. Wir haben dasselbe System sozusagen. Oh. Gut, ich schaue jetzt mal in meine Upgrades rein, und zwar Upgrade Skills. Aha, Laser Trap, a second hit. Ah, okay. How do I select my upgrade? Up and down. Ah, und jetzt kann ich hier mein Upgrade. Enhanced Med Pack, Wingman, Photomog. Okay, das nehme ich. Photomog gets 2 lateral mini photoballs that deals 50 damage. Hört sich gut an. Hört sich gut an. Jetzt kann ich hier zielen, ne? Ihr seht diese roten Pfeile, und dann, wenn ich loslasse, mache ich diesen Superschuss. Bot! Hat's ordentlich reingehauen. Reingehauen ordentlich. Level 3, gleich das nächste Level hier auch schon. Wir müssen die Antenne aktivieren, machen wir doch gleich mal. Ja, wahrscheinlich müssen wir es jetzt verteidigen. Transmission Progress, ganz klar, natürlich, so wie man es kennt. Ne?
Diablo 3 ist gut, aber die Geschichte ist immer dasselbe und zum, lange Zeit, wenn du das spielst, geht es mal langweilig. Aha. Und MOBA ist ganz spezifisch, ist Player versus Players. So, wir wollen ein Spiel machen, dass wir sind Gamers und Spieler, wir wollen ein Spiel für andere Gamers machen. Und wir haben die besten Sachen von diesen Spielen einfach genommen und das alles zusammengemischt. So, die ganze Welt, dass du einfach durchgehen musst, wird procedural generated. So, wenn du dieselbe, zum Beispiel Vertrag, Video spielst, ist ganz anders. Okay. Und die geht es um die Missionen und die Verträge. Und das wird alles aktualisieren. Wir werden haben Sessions machen und auch ganz gut mit jedem, zum Beispiel, wie sage ich, jeden Tag werden neue Verträge aufgestellt da werden. Und dann kannst du das mit deinen Freunden hingehen und ganz besondere Belohnung dafür kriegen. Was haben wir hier? Loot gibt's auch, finde ich gut. Loot finde ich gut. Können wir mal schauen hier, was wir gefunden haben. Ah, hier gibt es lauter Skills, die man eben festlegen kann. Event Horizon, sieht man, ab welchem Level man was freischaltet. Ne? Das ist ziemlich cool. Inventory, gucken wir mal. Hier, ja, da ist noch nicht. Hier, da sieht man ein paar so Sachen, aber da gibt es dann auch ganz unterschiedliche Dinge. Oh, dicker Gegner. Platt gelegt. Auch dieses Jahr wieder großer Spaß hier auf dem Indiecade-Stand. Der Pixel Cube, das ist natürlich etwas sehr Skurriles. Ich sag jetzt mal voraus, dass es am Markt nicht großartig erfolgreich sein wird. Kann durchaus sein, dass es so ein skurriles Ding wird, das nie fertig wird. Aber es sieht trotzdem hübsch aus und wie gesagt, das sind halt so skurrile Sachen, die sieht man halt nur hier. Bin gespannt, was sie da noch für Konzepte umsetzen werden, wenn sie es denn machen werden oder nicht. Dann haben wir noch die Poly-Mega-Konsole gehabt, von der hatte ich ja schon im Vorfeld gehört. Ich finde das Konzept an sich ja ziemlich geil, eine Konsole mit verschiedenen Aufsteckmodulen. Es ist aber auch schweineteuer. $300 für die Base Station und dann soll man nochmal hier $60 für jede weitere Station zahlen. Das ist schon nicht ohne und ich weiß nicht, ob das in der heutigen Zeit Bestand hat, eben weil es ja sowas wie Retron 5 gibt. Da zahlt man meines Erachtens um die $200 und hat halt gleich mehrere Konsolen mittendrin. Das ist schon ein Vorteil. Auch, muss ich auch dazu sagen, als es mir das erste Mal demonstriert hat, hat das nicht so ganz gut funktioniert. Da hat er es mehrmals draufgeschoben, Spiel reingesteckt und das Spiel wurde nicht erkannt. Ne, dann musste man das Ding neu starten, erst dann hat es funktioniert. Es ist aber auch noch nicht ganz fertig, muss man auch dazu sagen. Hoffentlich werden diese Probleme noch ausgemerzt. Die Software, die drauf ist, ist ziemlich geil, das ist echt super smooth. Mein Favorit aber ganz klar Kill Squad. Das finde ich, sah richtig gut aus, hat sich gut gespielt. Ist wie gesagt so eine Mixtur aus Diablo und Left 4 Dead. Ne? Viele Gegner, die auf einen zukommen, man muss im Team arbeiten, man muss seine Skills einsetzen, es gibt unterschiedliche Klassen. Man kann seine Abilities upgraden. Genau das, was eben gewisses Suchtpotenzial entfaltet. Bin ich gespannt, wie das wird, wenn es fertig ist, beziehungsweise wenn es Early Access im Sommer wird. Das war im Endeffekt mein Favorit hier auf dem Stand. Aber wie gesagt, Indiecade, jedes Jahr geiler Laden.